Hallo, meine lieben Freunde. Ich wollte eigentlich, wenn jetzt Little Nightmares ausläuft und ihr die letzte Folge gesehen habt, eigentlich ja immer so ein kleines Minigame spielen. Was heißt Minigame? Halt etwas kürzeres, sag ich mal. Little Nightmares ist ja auch, weiß nicht, waren jetzt 4, 4,5 Stunden oder so. Und wollte das dann halt so weiterlaufen lassen, was wir da immer so kleine Spiele spielen und nebenbei halt wie Resident Evil oder so weiter größere Sachen. Und deswegen wollte ich eigentlich Franz Kafka Game spielen, fand das aber als Let's Play nicht so gut. Da bin ich natürlich wieder bei einem Horror Game hängen geblieben. Ich gucke mich aber gleich um und verspreche, dass wir auch auf jeden Fall noch was anderes spielen als nur Horror, weil sonst haben wir nur Thimbleweed Park und haben halt nur Horror an der Backe. Das finde ich jetzt auch ein bisschen viel. Obwohl ich es halt natürlich mag. Aber dann bin ich jetzt hier hängen geblieben. Und zwar ist das, jetzt habe ich es doch wieder vergessen. Ich glaube, The Silent House heißt es. Moment. ja. Es ist korrekt, The Silent House. Ist vor 6 Tagen rausgekommen. Ich habe mich nämlich mal wieder ein bisschen bei Games Jolt umgesehen. Da dachte ich mir doch gerade, da war ich doch schon lange nicht mehr. Und das Spiel, merke ich gerade, ist sehr leise. Deswegen drehe ich mal jetzt bei mir auf den Kopfhörern etwas lauter. Es ist ein Pixel-Horror, wie ihr seht. Ach, schön. Das hatte ich doch jetzt auch schon lange nicht mehr. Können wir hier die Türen, den Schrank aufmachen oder so? Ich habe mir jetzt auch nicht viel Bilder dazu angeguckt, sondern habe einfach nur gesehen, Horror, Pixel, ganz frisch raus vor allen Dingen. Und habe direkt gestartet. Ja. Oh, was ist das? I have no fear. I feel no. Okay, also ich habe keine Angst. Ich fühle keinen Schmerz. Wenn ich ihr Gesicht sehe, sehe ich... ach, Anger. Wut, ne? Heißt es, glaube ich. Wenn ich in ihr Gesicht sehe, sehe ich Wut. Fühle ich Wut. Diese... Das ist real. Alles hat mich verlassen für die anderen. Ich denke nicht. Ich denke, sie sind immer noch hier. Ich sehe sie nicht. Ich habe sie seit einer Weile nicht gesehen. If there was just some end of life, I don't deserve this. Okay, also er glaubt wohl, dass hier irgendwas... wie komme ich jetzt hier raus? Okay. Mit Leertaste. Also, alles hat ihn verlassen oder sie oder es oder aber. Er glaubt nicht. Ich glaube trotzdem nicht, dass er hier alleine ist. Und wenn wir Shift, wenn wir rennen können. Oh Gott, okay. Es dürfte mich eigentlich nicht so krass beunruhigen, weil ich meine, hallo, ich spiele Resident Evil und Outlast. Was gibt es eigentlich für krassere Horror-Games? Und trotzdem... beunruhigt einen solche Spiele, weil ich weiß ja jetzt halt nicht, was auf einen zukommt. So, das ist halt was anderes, ne? Wenn du halt ist da... Achso, okay, dafür brauchen wir einen Schlüssel. Was ist das denn, der Kamera da oben? Was wollte ich sagen? Achso. Bei Out... You used the lever... Ach so, okay. Wir haben da, ach so. Ja, oh, was ist das hier? Das ist, nur ein Glitch, okay. Bei Outlast oder so, da wissen wir aber jetzt halt, wie es abläuft, was auf einen zukommt oder so. In Anführungsstrichen, ne? Hier weiß ich jetzt nicht, kommen hier Jumpscares, werden wir verfolgt, finden wir gleich eine Waffe. Das meine ich damit, ne? So dieses, Unbekannte. Da kommen wir her, genau. Okay, wir haben jetzt eigentlich schon irgendwas aufgewacht, ne? Nicht eigentlich, wir haben wahrscheinlich irgendwas... Ah, okay. Wir haben mit Sicherheit mit diesem Zieh... mit dem Hebel... Achso, sound like there will be storm. Okay, es hört sich an, als würde ein Sturm aufziehen. This door seems to be blocked. Okay, da kommen wir gar nicht raus. Das ist von außen irgendwie... Kann man zwar nichts sehen, aber... scheint blockiert zu sein. Können wir gar nicht raus. War ja klar. Okay, okay. Ich muss reden. Ich muss reden. Ich hab sonst Angst. Was ist hier? Ein Schlüssel. You picked up a key. Aber wir waren gerade in dem einen Raum noch gar nicht drin.
Kann man hier eigentlich speichern? Das finde ich sehr schade. Weil ich nicht weiß, wenn wir hier gleich tatsächlich verfolgt werden. Und wir werden garantiert. Kann ich auch crouchen? Okay, anscheinend nicht. Aber ich kann rennen. Also werden wir doch mit Sicherheit verfolgt. Also kann ich doch mit Sicherheit sterben, oder? Und wenn ich dann nicht abspeichern kann. Okay, warte. Bevor wir jetzt in den Raum reingehen, gehen wir dann doch mal... Jetzt habe ich mich erschrocken, weil mein Fernseher da hinten ausgegangen ist. Gehen wir doch mal eben hier rein. In the Dining Room. Wo die noblen Herrschaften speisen. Trank und Speis empfangen. Okay. Alles sehr groß, aber... Ja, ist halt alles sehr ein bisschen spartanisch hier. Ich meine, das hat wahrscheinlich dieser... Was stand da gerade? Nikolas? Irgendwas hat das entwickelt. Hat er wahrscheinlich alleine gemacht, ne? Da kann man jetzt auch nicht, finde ich das auch nicht so schlimm, wenn dann hier die gleichen Schränke überall stehen oder so. Oder hier, ne? Regal, 6-mal dupliziert, so. Ach so, ne Quatsch. Wir müssen ja in die Bibliothek, ne? Genau, hier war ja, sonst waren wir jetzt überall schon. Auch der gleiche Baum wieder. Mit dem gleichen Fenster. Aber hier ist jetzt eine Mauer. Hier ist Ende. The door seems to be blocked. Okay, da kommen wir gar nicht rein. This door blocked. Ich habe gerade ein bisschen Angst, weil bis jetzt noch nichts passiert ist. Deswegen bin ich gerade innerlich so ein bisschen angespannt. Dass hier gleich Jumpscares kommen oder so. Ich sollte mir wirklich mal vorher durchlesen. um vielleicht zu erfahren, was auf einen dazukommt. Hä? Ach, okay, alles klar. Konnte im ersten Moment jetzt die Pflanzen da nicht zuordnen, was es sein soll. Okay. Hier ist auch auf, aber wir gehen erstmal runter. Ich wollte nur gucken, ob die Tür aufgeht. Da hinten kommen wir, glaube ich, auch noch lang, ne? Haben wir ja eine Kerze? Also eine Taschenlampe haben wir auf jeden Fall nicht. Und hier? Okay, da kommen wir auch nicht durch. Da ist auch noch eine Tür. Seems to be blocked. Ein Zettel. Oh, oh. Oh, oh. Ja. Ja. Habe ich ja... Hä? Habe ich keine... Habe ich... Guck gerade, ob ich irgendwo ein Inventar habe oder so. Okay, und hauen kann ich mit der Axt irgendwie auch nicht. Hä? Muss ich gleich kämpfen? Und wenn ja, warum habe ich diese Axt nicht ausgerüstet? Warum kann ich mit Maus nichts machen? Warum habe ich kein Menü... Ich bin verwirrt. Na gut, wir warten ab. Wir warten ab, ob Gegner kommen. Okay, ist das ein Spiegel oder ist das ein Fenster und... Nein, es scheint ein Fenster zu sein. Da liegt ein Schlüssel. Es macht mich jetzt total nervös, dass ich diese Axt nicht ausrüsten kann oder dass ich kein Menü habe oder irgendwas. Leertaste ist auch nicht. Die Standardtasten habe ich jetzt alle durch. Okay, wir rennen mal. Wenn jetzt gleich ein Gegner kommt und... Ah, okay, dafür brauchen wir die Axt oder was? Nicht zur Verteidigung, sondern... Hallo, junger Mann? Oh, oh, oh! Oh, oh. Kommt er hier hin? Nee, ne? Sonst wäre der ja schon aus der Tür da rausgekommen, ne? Ich dachte, jetzt werden wir verfolgt, ey. Uiuiuiui. Okay. Noch ist alles cool. Alles cool. Okay. Gucken weiter.
können die Tür noch zumachen. Aha. Ah, okay, dafür brauchen wir den Schlüssel. Ich habe doch da was gehört. Ja, ja. Das Gebäude ist größer, als er dachte. Man geht auch nicht in den Keller. Das tut man einfach nicht. Was? Der Weinkeller? Warum bin ich... warum bin ich eigentlich... I should take that flashlight. Okay. Habe ich jetzt nichts gegen? Ja. Wie kann ich die anmachen, bitte? Ah, okay. Wow. Wow, es ist so strahlend. Das ist wie meine Taschenlampe, die ich mit hatte, als ich auf dem Zombie-Apokalypsen-Lab war. Genau so hell war meine Taschenlampe auch. Es war so lächerlich einfach. Aber ich wollte auch gar nicht so eine helle haben, weil ich halt nicht wollte, dass die Zombies mich so krass schnell sehen. Was ist eigentlich... ob die jetzt einen schwachen Lichtstrahl sehen oder einen krassen... Okay, dafür brauchen wir einen Schlüssel. Die können wir auch nicht aufmachen, ne? Dafür brauchen wir auch noch einen Schlüssel. Wow, okay. Wie viele Schlüssel wir finden müssen. Sehr, sehr groß. Der Jutewein. Alles verschüttet. Also wer... Also hier die Weinaufsicht geht ja gar nicht, ne? Den Typen, der das hier überwacht und lagert und kann, den würde ich direkt feuern. So, was hier? Hallo? Was ist mit mir passiert? Was habe ich wieder falsch gemacht? Oder was mache ich immer falsch? Ich weiß meinen Namen nicht mehr. Wer bin ich? Gott schütze mich. Ich kann... Was? I can't endure this... ich kann das nicht länger ertragen vielleicht oder so? Endure? Weiß ich jetzt nicht genau. I can't endure any longer. Also denke ich mal, nicht länger ertragen. Schlüssel. Ist hier noch was versteckt? Vielleicht? Eventuell? Auch im Keller? Ist der Mann belesen? Aber hier ist kein Stuhl zum Lesen. Ach doch, ja klar, hier der Tisch mit dem kleinen. Ja, schön. Kann man dann abends sich hier direkt hinsetzen und sich volllaufen lassen. Beim Lesen. Ich glaube, heute Abend mache ich mal immer, wenn ein Beinchen auf war. Das ist jetzt schon ewig her, dass ich... Ach, wo ist der Messer? Ah, okay, da stand Mechanismus. Da habe ich jetzt gerade nicht drauf geachtet. Der Schlüssel ist nicht für diese Tür. Hallo? Ah. Mechanismus. Wir haben ja aber keinen Mechanismus übersehen jetzt. Irgendwo wieder eine Decke, ne? So ein Teil, wo wir dran ziehen mussten oder so. Okay, hier ist ein bisschen größer. Wenn wir mal kurz merken, wo wir langlaufen. Oder wir laufen hier im Kreis. Kann natürlich auch sein, dass es... da ist eine Tür, da... Ah, da können wir weiter. Okay, wir laufen erstmal einmal rum. Ach du Scheiße. Wir laufen erstmal einmal rum. Sonst verliere ich die... Ach, guckst du mal. Sonst verliere ich die Orientierung. So. Hier sind wir reingekommen, ne? Wait, this wasn't here before. Ja, ich meine auch. Ich meine, ich habe gerade noch überlegt, so als wir reingekommen sind, war da nicht einfach nur Wand? Und jetzt können wir hier runter, oder was? Okay. Wir gucken aber erstmal bei den beiden Türen. Okay, wir rennen mal kurz. So. Links, rechts. Wir gehen erstmal hier lang. Ach so, okay. Wow. Ja, das wäre die Abkürzung gewesen, aber dann hätten wir den Schlüssel nicht gefunden. Das erste
Deckenlicht, was wir hier sehen, ne? Ich habe mich ein bisschen erschrocken. Muss ich gestehen. Ach, scheiße. Was ist das denn jetzt hier? Dann gehen wir erst hier lang. Ich habe Angst, dass ich mich hier gleich verlaufe. Wenn ich mich nicht stark konzentriere, wo ich schon war. Wir haben ja leider keine Map oder sowas. Okay, hier ist einfach... Ist hier denn irgendwo ein Mechanismus? Da müssen wir unbedingt drauf achten. Für die andere Tür. Die war blockiert, ne? Da ist wieder ein Zettel. Wer hat denn so komische Bilder in seinem Keller, wo gar nichts drauf ist so? Ich habe gerade erst gedacht, es wäre ein Spiegel, aber ich glaube, das sollen Bilder sein, ne? Da ist noch eine Tür. Oh, je, okay. Ich hatte einen Traum. Ich hatte diesen Traum letzte Nacht. Ich bin in Schwarz und ich bin... Was? Was walking a black and slim corridor? Achso, ich bin durch einen schwarzen, schmalen Korridor gelaufen. War das Wein? War das der Wein? Ich hatte definitiv mehr als ja, es sein sollte. Ich denke, I think it was something else. Ich denke, es war jemand da vielleicht. This wasn't the first time this happened. Okay, es ist nicht das erste Mal, dass es vorgekommen ist. Da ist, glaube ich, auch noch eine Tür. Looks like a steam control panel. Ah, okay, das könnte vielleicht hier für die Tür sein. Der Mechanismus, von dem er gesprochen hat. The machine is now running. Okay. Welche Maschine jetzt genau? Da liegt ein Schlüssel auf dem Brunnen. Und was ist das da für ein Flur? Wie kommen wir da hin? Aber hier war jetzt sonst keine Tür oder so, ne? Okay. So, wir... Da sind wir hergekommen. Die war blockiert. Ja. Hier war sonst nichts mehr, ne? Dann konnten wir jetzt hier die Abkürzung nehmen und dann können wir hier wieder raus, richtig? Richtig. Okay, wir sind eigentlich... Sind wir ja gerade aus diesem einen Raum gekommen. Okay, wir können nur hier lang.